heißt gar nicht Spritzbeutel, das heißt Dressierbeutel. Spritzbeutel habe ich in der Hose. Carsten, was zeichnet dich denn als Bratwurst-Experten heute hier aus? Ja, Expertenstatus bekommt man, indem man sagt, man hat Expertenstatus. Und das behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe schon die eine oder andere Bratwurst gemacht. Denn wie ihr alle wisst, ich habe eine eigene Fleischerei hier in Empelde bei Hannover. Als erstes werde ich euch mal erklären, was ihr überhaupt braucht zum Bratwurst machen. Das ist natürlich alles runtergebrochen auf die Gegebenheiten zu Hause. Aber die Kumpels feiern es ab, das weiß ich jetzt schon. Denn eine selbstgemachte Bratwurst ist, ja, ist also, es gibt viele Dinge im Leben. Ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, ein Kind zeugen und eine Bratwurst selber machen. Das ist eigentlich, das sollte jeder mal in seinem Leben gemacht haben. Was brauchen wir denn zu Hause, um Bratwurst machen zu können? Ja, wir brauchen einen Fleischwolf, eine Füllmaschine, eine Schüssel zum Vermengen und ganz wichtig beim Bratwurst machen, eine Waage. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euer Gewürz abwiegt. Welches Fleisch und welche Zutaten muss ich bei meinem Metzger bestellen, um eine Bratwurst machen zu können? Bei der Bratwurst geht es immer um das Spiel der Konsistenzen. Die basic frische Bratwurst, die ist für mich immer vom Schwein. Und da sage ich, kauft euch 20% Nackenspeck, kauft euch so 20% Schulterfleisch und den Rest füllt ihr auf mit einem mageren Nacken. Und dann passt das, auch von den Konsistenzen. Die Fleischstücke sind unterschiedlich, ein Bindegewebsgehalt und das gibt am Ende wieder eine andere Konsistenz, aber dazu kommen wir später. Wie würze ich meine Bratwurst am besten? Also am besten natürlich mit den Sachen, die dir am besten schmecken. Wichtig ist, dass ihr beim Abwiegen der Gewürze ganz genau seid und wenn ihr euch diese Arbeit nicht machen wollt, dann könnt ihr auf Do-It-Yourself-Bratwurst zurückgreifen, denn da ist schon alles drin. Und dann braucht ihr wirklich nur einmal eure Waage bemühen und das Ergebnis ist immer super. Das ist übrigens genau die Rezeptur, die es bei uns im Laden als frische Bratwurst gibt. Das haben wir einfach noch ein bisschen Salz dazu gegeben, damit ihr euch das auch spart. Und einfach nur 25 Gramm davon auf ein Kilo Fleisch und los geht's. Schmeckt die Bratwurst dann immer gleich? Also grundsätzlich ist es ja so, das ist Do-It-Yourself-Bratwurst ist eine Grundwürzung. Ich nenne es mal die Raufasertapete unter den Bratwurstgewürzen. Den Putz abdecken, aber welche Farbe ich dann nehme zum Anstreichen, das ist völlig egal. Ich kann Jalapenos reinmachen, ich kann geschnippelten Cheddar reinmachen, ich kann Knoblauch, dann noch frischen Rosmarin dazu, dann bin ich in Italien, ordentlichen Schluck Rotwein dazu. Ich kann mir ein bisschen Chili-Soße reinmachen, diese, ne, diese asiatische Chili-Soße, die man so kennt vom Chinamann, da reinmachen. Bisschen Sesamöl und schon bin ich geschmacklich ganz woanders. Das Do-It-Yourself-Bratwurst ist nur für die Hintergrundmusik. Alles andere macht ihr selber. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt ja loslegen, oder? Ja, fast. Eine Sache wäre mir noch besonders wichtig. Wenn ihr anfangt mit Bratwurst machen, gewöhnt euch von Anfang an, genau zu arbeiten. Nichts ist schlimmer als eine Bratwurst, die auf dem Grill explodiert, weil die vom Fettgehalt falsch war oder die zu salzig ist. Ja, hier kommst du an, machst auf dicke Hose, ich habe hier selber gemachte Bratwürste und dann schmeckt es wie ein Stiefel. Seid korrekt, wenn ihr ein Kilo machen wollt, dann nehmt ihr auch nur ein Kilo. Schweine sind ja nicht viereckig. Wenn ihr zum Metzger geht und sagt, ihr wollt da 2 Kilo Fleisch haben, dann kriegt er vielleicht 2,5 oder 2,3 oder 2,1. Der muss ja auch von irgendwas leben. Dann macht er davon einfach noch eine Frikadelle. Aber die Bratwurst selber, da müsst ihr über die Waage gehen, das muss hundertprozentig stimmen, denn sonst ist die ganze Arbeit, die ihr euch macht, für die Katz. Okay, wie sieht es denn mit den Därmen aus? Wo bekomme ich die eigentlich her? Also Därme, das ist relativ einfach, die sind nämlich in jedem Tier drin. Also es macht natürlich keinen Sinn, zum örtlichen Metzger zu gehen und sagen, ich möchte 10 Meter Darm, aber das Fleisch hole ich mir von der Metro. Das ist kein guter Stil und das finde ich auch scheiße. Unsere Därme sind alle mit Simlock, funktionieren nur mit unserem Fleisch. Aber Därme gibt es heutzutage im Internet garantiert. In den größeren Städten, im Umfeld der alten Schlachthöfe, gibt es immer sowas wie Gewürzhändler und wo man so Messer schleifen kann und so. Und die verkaufen in der Regel auch die Gewürze und eben auch die Därme in jeglicher Variation. Gibt es vom Schwein oder vom Lamm, die sogenannten Seitlinge meistens. Das ist eigentlich das, was für Würstchen in Frage kommt. Man kann aber auch Wurst herstellen, ganz ohne Darm. Und wenn ihr das cool findet, dann schreibt es einfach in die Kommentare, dann machen wir davon auch nochmal ein Video. Gut, Carsten, dann können wir ja rausgehen und starten, oder? Ja, aber heute sind draußen 37 Grad. Und ich empfehle, wenn ich Bratwurst mache, möglichst viel Kälte einzusetzen. Die Kälte sorgt dafür, dass ich dieses Rot-Weiß, Rot-Weiß, Rot-Weiß richtig cool sehen kann durch den Darm.
Ja? Und dann kann ich auch mit so einer Wurst auf dicke Hose machen. Wenn ich die nur für mich alleine im Dunkeln oder im Keller grille, dann ist es shit egal. Kommt natürlich noch der Punkt der Hygiene dazu. Ihr arbeitet mit rohem Eigelb als Emulgator und mit rohem Fleisch. Und so eine Bratwurst, die soll man vielleicht auch nicht hundertprozentig durchgaren. Und da finde ich schwierig, wenn wir das bei 37 Grad machen. Deswegen bleiben wir einfach hier drin. Und ihr habt jetzt mal ein paar Tage Zeit. Ihr wisst jetzt, was ihr braucht. Und im nächsten Video, da sehen wir uns und dann machen wir diese fantastische frische Bratwurst.